Hallo zusammen, da ist der Boris. Hallo zusammen, ich sitze gerade im Moment auf einem Cruise-Schiff von Zürich nach Rapperswil und habe gedacht, ich mache mal eine Periscope-Session machen, und zwar mit dem Kürzel Photoscope. Es geht darum, dass ich euch gerne in so einer Serie ein bisschen mitteilen würde, wie es so gekommen ist, dass ich jetzt selbstständig bin und was ich so erlebt habe und vielleicht halt auch meine Erfahrungen ein bisschen teilen. Und heute geht es eigentlich darum, dass ich euch mal erzähle, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, zum selbstständig werden. Ein paar von euch kennen meine Geschichte wahrscheinlich. Ich möchte sie gleich noch mal schnell wiederholen. Und zwar habe ich angefangen zu fotografieren vor etwa 12, 13 Jahren. Hallo zusammen, willkommen. Ich muss dann auch mal unterbrechen, um alle zu begrüßen, die da sind. Ich habe etwa vor 12, 13 Jahren angefangen zu fotografieren und hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal selbstständig werde. Und Kopf aber nicht. So. Ist besser so. Okay. Gut. Ja, wo bin ich stehen geblieben? Es geht darum, ich bin ja 17 Jahre lang in der IT tätig als Webentwickler. Andere Richtung. So. Wegen warum? Richard, sag mal warum noch schnell. Ist besser so? Ah, danke vielmals fürs Herz. Also. Es ist ja so, dass ich ja jetzt 17 Jahre in der IT tätig bin und habe das Fotografieren immer nebenbei betrieben. Am Anfang war das ein Hobby und gegen den Schluss ist das immer mehr geworden und ich habe dann so ziemlich jede Ferien, die ich hatte und alle Überzeit dafür investiert, um fotografieren zu können. Und irgendwann habe ich dann einfach gedacht, ja gut, man könnte das vielleicht auch als Beruf machen. Ich meine, warum nicht? Und dann hat es angefangen zu studieren. Es ist ja so, dass ich wirklich mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht habe, dass ganz viele Ängste für mich sind, wo ich darüber nachstudiert habe, zum selbstständig werden. Ich habe zwei Kinder, ich habe Angst gehabt, ich kann das nicht, ich habe Angst gehabt, es langt nicht. Ich habe ja niemals Fotografie studiert, ich habe auch nicht eine Ausbildung gemacht in der Fotografie, sondern es war alles Learning by Doing. Und dementsprechend ja, ist es sehr, sehr ein langwieriger Prozess gewesen. Ich habe mit sehr, sehr vielen Leuten diskutiert, habe gefragt, wie man das so macht. Und es war sehr schwer gewesen, auch teilweise an Informationen zu kommen, um herauszufinden, was es denn alles braucht, um sich als Fotograf in dieser Branche selbstständig zu machen. Und natürlich hat man irgendwann immer durch Existenzängste. Und ja. Auf jeden Fall ist es dann irgendwann einmal Ende letzten Jahr ist es dann so weit gekommen und ich habe mich tatsächlich entschieden, meinen Job zu finden bei den Amazee Labs, wo ich sehr, sehr gerne kann, mit einem super tollen Team. Und wie das dazu gekommen ist, ist ganz einfach, weil ich um mich herum ganz viele tolle Leute hatte, die mich unterstützt haben. Das heisst, ich habe sehr viele Leute kennengelernt über Social Media Kanäle, das heisst Twitter, Facebook, Instagram, die an mich geglaubt haben, die mich unterstützt haben, die für mich da waren, die mir zugelassen haben, die sich all meine Sorgen angelassen haben, die ich hatte, meine Bedenken, die ich hatte, meine Ängste. Und es hat ganz viele Leute gegeben, die mich dann wirklich auch aufgefangen haben und unterstützt haben. Also das Netzwerk, das ich mir in diesen 10 Jahren aufgebaut habe, über Social Media Kanäle, über andere Treffen, über Menschen, die man einfach so kennengelernt hat, ist sehr, sehr wichtig gewesen für die Entscheidung, die ich damals im Ende Oktober getroffen habe, dass ich mich selbstständig mache. Und für das bin ich sehr, sehr dankbar. Wirklich. Es ist unglaublich wertvoll, so ein Netzwerk zu haben, Menschen kennenzulernen, mit ähnlichen Interessen, mit anderen Interessen, die vielleicht in einem ganz anderen Bereich tätig sind, aber einfach die Inputs überzukommen, von Menschen, die selber selbstständig sind, die den Schritt allenfalls noch vor sich haben, zu diskutieren, zu Ängste teilen und sich gegenseitig vielleicht ein bisschen zu motivieren. Das war mega cool gewesen.
Und darum möchte ich euch eigentlich sagen, tut euch auch ein Netzwerk aufbauen. Nutzt die Kanäle, die euch zur Verfügung stehen. Sei etwas Offline-Treffen irgendwo in einem Bereich, der euch interessiert. Also das kann vom Mountainbiken über das Musizieren, über ein Malkurs sein. Man lernt nämlich überall immer wieder tolle Menschen kennen, die einen unterstützen können. In Formen, wo man vielleicht noch gar nicht daran gedacht hat. Bei mir waren es jetzt hauptsächlich die Social Media Kanäle, wo ich ganz viele Menschen kennengelernt habe, die mich wirklich unterstützt haben. Einerseits bin ich damals im 2011 in die Villa Zwilla gezogen in Rapperswil und dort hat es ganz viele grossartige Menschen, die mich unterstützen. Judith und Sam, sie haben mich damals gefangen und ich habe mit ihnen ganz viele tolle Diskussionen gehabt. Danke vielmals für die vielen Herzen. Ich glaube, die gehen an Judith und an Sam. Weil sie haben mich gefangen und sie haben mich aufgepäppelt und sie haben es geschafft, mir auch so viel Selbstvertrauen zu geben, dass ich dann irgendwann die Entscheidung können treffen, mich selbstständig zu machen. Ebenfalls Evelyn, die dann auch zu uns gezogen ist, und auch Tabitha, haben mir sehr, sehr viel Kraft gegeben und Tabitha sogar auch noch einen Job in Heideland, wo ja vielleicht, wie ihr mitbekommen habt, dann auch ein Bild aus entstanden ist, das mittlerweile in 10 Orten am Flughafen Zürich hängt, was mich sehr stolz macht. Und es gibt noch viele, viele andere Leute, die ich persönlich könnte erwähnen könnte. Thomas Kupferschmid, Manuel Lopez, wo einfach wirklich auch da sind. Und Tim Carr, den ich kenne, wo mir sehr, sehr viel gebracht hat mit vielen Diskussionen und Gesprächen und Brainstormings und Ideen austauschen. Ein Philipp Wiege möchte ich eigentlich da auch noch erwähnen. Dietmar Bachmann. Dann, wer haben wir alles noch getroffen? Es ist wirklich ein Marco Niedlisbach. Es ist einfach wirklich unglaublich, wie viele Menschen, dass ich in den letzten 10 Jahren über den Weg gelaufen bin, wo mich unterstützt haben und mich zu dieser Entscheidung eigentlich geführt haben. Und es ist so wunderschön, jetzt können da zu sitzen auf dem Cruise-Schiff an meinem Administrationstag, den ich habe, um E-Mails zu beantworten, Offerten schreiben, Bilder sichten. Es ist wirklich, es ist unglaublich. Es sind jetzt 3,5 Monate vergangen seit meiner Selbstständigkeit oder wo ich meine Selbstständigkeit gestartet habe. Und ich sage euch, ich habe noch nie ein turbulentes Leben gehabt als jetzt. Es ist wirklich, es geht auf und ab. Und ich habe jetzt zum Beispiel gerade aktuell irgendwie einen Sommergrip und bin trotzdem am Arbeiten, weil Männergrip gibt es nicht mehr. Wenn man selbstständig ist, gibt es keinen Männergrip mehr. Hoi Roger, hoffe, es ist gut. Und ja, muss ich mal noch schauen, was ich mir aufgeschrieben habe. Was ich euch noch mitteilen möchte, ist, nutzt die Netzwerke, die ihr habt. Das ist wirklich cool, neue Menschen kennenzulernen, weil sie bringen einen weiter. Wichtig dabei ist, dass ihr, wenn ihr in einem Social-Media-Netzwerk unterwegs seid, geht an Offline-Treffen. Treffen die Menschen, die ihr online mal den ersten Kontakt habt, treffen die auch offline. Schüttelt denen mal die Pfötchen und schaut denen mal in die Augen. Gebt denen auch eine Umarmung, wenn ihr sie gerne habt. Ich denke da an die Alex, an die Glitzi zum Beispiel. Sie ist so ein herzlicher Mensch. Es tut einfach nur gut. Es ist wirklich wunderbar. Und was noch wichtiger ist, geht also Offline-Treffen ohne irgendwelche Hintergedanken für Business, sondern geht daher, um die Menschen hinter dem Profil kennenzulernen. Geht daher, um sie mal zu spüren, um zu schauen, was ist da. Bei mir sind so viele Freundschaften entstanden und tolle Kontakte, dass es sich wirklich gelohnt hat, die Zeit in die ganzen Social-Media-Kanäle zu investieren. Und nochmal, ich bin euch allen, die mich auf dem Weg begleitet haben, extrem dankbar, dass ihr mir zugelassen habt, dass ihr für mich da gewesen seid und dass ihr mich unterstützt habt. Richard, P36, warum? Was meinst du? Ist der bald. Vielleicht sehe ich ein bisschen älter aus. Nein, geht offline treffen, lernt neue Menschen kennen, aber möglichst ohne Hintergedanken, nur mit dem Business zu machen, weil dann funktioniert es sowieso nicht. Geht raus in die Welt, trefft euch mit Menschen, schüttelt die Pfötchen, schaut den Leuten in die Augen und schaut mal, was passiert. Darum unterschätzt euch das persönliche Netzwerk nicht, das ihr euch aufbaut. Wirklich, es ist sehr, sehr viel wert. Es entstehen Freundschaften, es entstehen tolle Business-Kontakte, es entstehen Möglichkeiten für Zusammenarbeiten. Ja,
Es ist einfach wirklich ein komisch. Ich merke gerade, es ist ein schwierig, immer zu lesen, was da unten noch geschrieben wird. Richard, danke vielmals. Respekt. Mit 25 selbstständig machen, das hätte ich noch nicht geschafft. Bei mir ist es halt auch noch mal ein bisschen länger gegangen. Ich habe noch zwei Kinder, die sind 7 und 9. Ich zahle ein Aliment für die Kinder und das ist natürlich dann ist der Grundbedarf. Das ist ein bisschen höher als bei anderen, die sich selbstständig machen. Und ja, darum habe ich glaube ich auch noch mal eine Minute länger überlegt, ob ich jetzt das wirklich mache oder nicht. Nein, ich kenne auch den Manuel Lopez zum Beispiel. Der hat jetzt eine Lehre als Fotograf gemacht und zack, aus der Lehre raus und schon macht er sich selbstständig. Und das Schöne daran ist, ich werde mit dem Manuel zusammenarbeiten schon am 4. September zum ersten Mal an einem Event am Tag der Wirtschaft von der Economy Suisse. Und das ist fantastisch. Also auch Manu, congratulations, ich ziehe meinen Hut von deiner Entscheidung. Bei mir hat es einfach irgendwie etwa 18 Jahre mehr gebraucht als bei dir. Aber ich glaube, das kommt gut bei dem Talent, das du hast. Ich glaube an dich und wenn du jemals Fragen hast oder Zweifel, ich bin für dich da. So auch für alle anderen. Ich denke, es wird noch das eine oder andere Fotoscope geben, wenn ich eine Idee habe, über was ich pläudeln könnte. Zum Beispiel, welches Tool setzen wir für die Offertbestellung etc. Braucht es Mehrwertsteuer oder nicht? Oder irgendein Thema, wo es auch irgendwie um Selbstständigkeit geht. Vielleicht mache ich auch mal ein Fotoscope, wo ich euch irgendwie live mitnehme an einem Event oder an einem Fotoshooting, das ich mache, wo ihr mir zuschauen könnt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber das fällt mir sicher noch ein bisschen. Ich danke an dieser Stelle noch Sam Steiner und Christian Bossert für die Inspiration von dem Periscope. Ich probiere das jetzt mal ein bisschen weiterzuführen mit so Live-Sessions. Ich werde das Video auch speichern und dann auf meinem YouTube-Kanal stellen, weil ich glaube, es ist etwa die einfachste Variante, um Videos produzieren und möglichst authentisch überkommen. Und dann halt auch noch den YouTube-Kanal zu finden, weil der ist total vernachlässigt worden. Gut, haben wir an dieser Stelle noch Fragen? Weil sonst, denke ich, wäre es mal das gewesen. Ich glaube, ich habe eh schon viel zu lange geredet. Danke vielmals fürs Zuschauen und ich wünsche euch ganz einen schönen Nachmittag, Abend, geniessen das schöne Wetter an. Ich glaube, es kommt ja wieder am Wochenende grausam geschiffen. Apropos Wochenende, ich glaube, der ein oder andere Platz wäre noch frei fürs Inselmeet in Rapperswil. Da meldet euch doch am besten beim Pirmin Völmi, iPhotography, underline.ch auf Twitter oder bei mir direkt, da kann ich das noch weiterleiten. Inselmeet in Rapperswil am Samstag, auch wenn es schifft, es wird ein super geiler Tag, ein super geiler Event. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Nachmittag, schönen Abend, geniessen das schöne Wetter und bis bald. Tschüss zusammen.